Jetzt startet das Kapitel McGilly. Und was es mit McGilly auf sich hat, das werden Sie gleich sehen. Eigentlich ist ja McGilly jetzt im Schweigen verpflichtet. Wir werden jetzt auch mal das Ganze so durchexerzieren, wie es hier geplant ist in der Stadt. Kommunikationsverweigerung, Anonymisierung. Und genau das ist ja auch unser Ziel. Hallo und herzlich willkommen zu dieser aktuellen Magazinausgabe von Ruhr 2010 TV. In dieser aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um Hacking the City, ein Ausstellungsprojekt im Museum Volkwang, und um ISEA, das internationale Medienkunstfestival, das erstmals hier im Ruhrgebiet Station gemacht hat. Und es geht um Anonymität. Sie sehen, der Moderator ist in einem Anonymisierungsanzug verschwunden, denn diesen Anzug gibt es im Rahmen bei der Veranstaltung zum Ausleihen, um die Erfahrung von Anonymität zu machen. Hacking the City ist ein experimentelles Ausstellungsformat im Museum Volkwang. Wir haben mit der Kuratorin Sabine Maria Schmidt darüber gesprochen, wie Identität und Anonymität im Stadtraum des 21. Jahrhunderts funktionieren. Ausstellung ist eigentlich wirklich nicht mehr das richtige Wort. Wir verlassen das Museum bei Hacking the City. Wir planen eine ganze Reihe von unangemeldeten und meist auch unangekündigten Aktionen im öffentlichen Raum, um die Möglichkeit zu geben, zu erforschen, wie der öffentliche Raum heute definiert ist oder welche Freiräume wir uns wieder in den zunehmend privatisierten, überwachten, kodierten oder durch Kaufen und Kommerz bestimmten Räumen schaffen können. Gebt uns mal ein Beispiel. Wie sieht das Hacken einer Stadt, das Hacken einer Stadt eigentlich aus? Es gibt ganz viele verschiedene Formen. Und ganz klassisch oder vielleicht am berühmtesten geworden sind ja so Flashmob-Aktionen, sich also mit neuen Kommunikationsmedien im Raum zu verabreden und bestimmte Dinge zu machen. Adbusting ist eine ganz wichtige Tradition geworden seit den 90er Jahren. Das heißt, die Werbung anderer Anbieter quasi überarbeiten. Ein ganz wichtiger Künstler des Projekts, das war auch Jörg Steinmann. Er ist Musiker in Düsseldorf und er hat viele Projekte gemacht, wo er Quellen, also Schallquellen, Lärm, Geräusche aus der Stadt aufnimmt oder sammelt und sie dann aber wieder zurückschallt und oft auch verstärkt. Und das gibt sehr viele unterschiedliche Reaktionen. Er hat hier ein ganz schönes Projekt gemacht, das hieß Give Me Your Sound Replay. Wir wollten jetzt neue Schnittstellen finden, also auch an den Punkten quasi anfangen, wo man den Schutzraum der Kunst verlässt. Sie können ja im öffentlichen Raum fast alles machen, wenn dann jemand sagt, ach, das ist Kunst, Artenbiotop. Ist Kunst im öffentlichen Raum wirkungslos geworden, wenn sie öffentlich das Label Kunst trägt? Nein, also wirkungslos eben nicht, aber ich glaube, sie muss sich immer verändern, um nicht wirkungslos zu werden. Und sie hat sich verändert und es gibt sehr viele Künstler, die in ganz neuen Formen arbeiten und die haben mich interessiert. Zwei Berge, eine Kulturlandschaft. Zwischen Natur und Industrie. Im Städtedreieck Bochum, Essen, Gelsenkirchen werden zwei Berge zu Experimentierfeldern. Oh, zwei Berge, eine Landwirtschaft. Ja, ist die Verdeutlichung von der Notwendigkeit von Landwirtschaft auch im Ruhrgebiet. Wir halten ja nicht nur Flächen frei fürs nächste Gewerbegebiet oder für den nächsten Ausgleich, sondern wir stellen Raum zur Verfügung, zur Erholung. Am 21. August zwischen 11 und 17 Uhr findet das große Strohfest mit Jagdhornbläsern, Strohballenparcours und Strohsofa statt. Zwei Berge, eine Kulturlandschaft. Noch bis Ende Oktober zwischen dem Essener Mechtenberg und der Gelsenkirchener Halle Rhein-Elbe. Nach Bochum und Essen ist Concrete Playground jetzt auch in Dortmund zu sehen.
Hier wird Street Art nicht nur ausgestellt, es finden auch Live-Präsentationen und Diskussionsveranstaltungen mit den Akteuren der Szene statt. Concrete Playground ist ein Projekt für junge, designinteressierte, kreative Leute, die sich für Street Art interessieren. Das heißt, es gibt wirklich eine richtige Street Art-Ausstellung mit namhaften Größen aus der Szene. Es gibt kleinere Ausstellungen auch mit namhaften Größen aus der Szene in Leerständen, in den Städten. Concrete Playground ist noch bis Ende September zu sehen. Infos im Netz unter concreteplayground.de. Der Dortmunder Stadtteil U-Westend steht für städtische Identität im Wandel. Im Projekt U-Westend erarbeiten Kinder und Jugendliche unterschiedliche Positionen und Sichtweisen auf ihr Viertel. Das Hauptthema ist Mapping, eine aktive Auseinandersetzung mit dem Stadtteil. Dazu sind zahlreiche Teilnehmer, also unter anderem mehr als 250 Kinder und Jugendliche aus der Schule rausgegangen, aus den Institutionen, an denen sie angebunden sind und haben sich intensiv mit dem Stadtteil auseinandergesetzt. Die Ausstellung U-Westend ist noch bis zum 19. September im Dortmunder U zu sehen. Anonymität und Identität sind auch Themen der ESEA Ruhr 2010. Denn unter diesem Titel macht das international renommierte Medienfestival ESEA erstmals im Ruhrgebiet Station. Wir haben uns mit einigen Künstlern sowie dem Programmdirektor Stefan Rikeles und dem künstlerischen Leiter Andreas Bruckmann unterhalten. Wir haben ein Thema gesucht für die ESEA, das so die Sensibilität, die heute in Bezug auf Technologie und auf Medien besteht, auf den Punkt bringt. Wir haben ein Thema gesucht, das nicht von vornherein technologisch ist, weil dies keine Medienkunstausstellung sein will, sondern eine Ausstellung, die sich mit Themen in unserer heutigen Gesellschaft beschäftigt. Was macht die Relevanz, die Aktualität, die Virulenz vielleicht auch des Begriffs Trust, Vertrauen aktuell aus, gerade mit Blick auf Medien? Aktuell ist das Vertrauen an allen Ecken und Spalten in die Krise gerutscht. Man kann das sehen, es gibt viele Veranstaltungen im Moment, die sich ums Vertrauen kümmern. Zum Beispiel die Medienkunstbiennale in Seoul hat den gleichen Titel eröffnet, 4 Wochen später jetzt. Es gibt ein Stück in der Berliner Schaubühne, das auch Trust heißt. Das Vertrauen scheint im Moment stark unter Beschuss zu sein. Und wir erleben es ja täglich durch Medienberichte und aber auch die eigene Erfahrung, dass im Moment Vertrauen tatsächlich ein Krisenbegriff ist eigentlich. Aufzeichnungsgerät von der Funktionalität her und mir ging es eben darum, dass die Daten quasi der Datenstrom nur nach innen verläuft und auch innen verbleibt und nichts wieder nach außen dringt. Was verbirgt sich da drin? Also es sind halt jeweils Sensoren integriert, diverse. Es gibt hier zum einen ein Kameraauge auf dieser Seite des Objekts, dann werden auch Sounds aufgezeichnet und dann gibt es noch verschiedene Sensoren für diverse Umgebungswerte, wie jetzt Temperatur, Helligkeit, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und ein GPS-Sensor, sodass sich also jetzt diese Box jetzt ein Bild der Umgebungssituation anfertigt nach den mithilfe der Sensoren, die da eben zur Verfügung stehen. Das heißt, die Kiste beobachtet uns und unsere Umwelt permanent. Genau, ja. Das war die aktuelle Magazinausgabe von Ruhr 2010 TV. Uns gibt es als Magazin in 14 Tagen wieder und kommende Woche erwartet Sie hier, wie gewöhnlich, ein Spezial. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.